Ein weiterer Tag in der Schule. Oh, du bist wieder da, Loser. Du gehörst nicht in unsere Klasse. Lass mich in Ruhe. Was versteckst du da in deinem Rucksack? Nein. Alles erledigt. Hört auf. Warum seid ihr so gemein? Wo bin ich denn hier gelandet? Ist das eine Meerjungfrau? Das gibt's nicht. Hey, meine Meerjungfrau ist lebendig geworden. Haben sie dir wehgetan? Das wird euch noch leid tun. Hier. Brich den Bann auf der Stelle. Das glaube ich nicht. Lern erstmal Manieren. Raus. Du hast mich gerettet. Wie könnte ich nicht? Ich verspreche dir, dass ich mich um dich kümmern werde. Mom. Wow. Das ist dein neues Zuhause. Eine Fledermaus. Greif sie dir. Nimm das, Blutsauger. Hab dich. Oje, hör auf. Was ist denn hier los? Das ist der neue Dad. Hi, Dad. Das habe ich nicht gewollt. Das Familienfoto ist unvollständig. So ist es besser. Schön. Nein, ich bin hässlich. Ich gehöre nicht in eure perfekte Familie. Ich muss was tun. Ich habe eine Idee. Wir werden dir ein Vampir-Makeover verpassen. Was? Meerjungfrau, das steht fest. Vampir, Meerjungfrau. Was, wenn wir ein Vampir und eine Meerjungfrau kombinieren? Hier ist der neue Makeover-Plan. Das Lächeln wäre die erste Aufgabe. Abgemacht. Darin bin ich gut. Oh nein, ich hab's mir anders überlegt. Leg die Zange weg, sofort. Du jagst dem Kind Angst ein. Na schön, dann nehmen wir eben den Akkuschrauber. Hör auf damit. Du solltest lieber etwas Nützliches machen. Wow, ich liebe es zu bohren. Wir werden uns um deine Zähne kümmern. Dr. Kra-a-a-b. Hi, wir brauchen dich wirklich dringend. Ich drück die Daumen, dass er weiß, was er tut. Er ist der Beste. Um ehrlich zu sein, sind seine Kunden Haie. Erledigt. Doc, du bist der Beste. Wie sieht das aus? Toll. Ich bin fertig. Dad, du hast es geschafft. Die nächste Challenge ist eine strahlende Haut. Es gibt ein spezielles Gadget. Oh, es funktioniert. Wir werden die Pickel schnell und für immer los. Autsch. Ist das eine Art Zauberei? Wir entfernen alle Unreinheiten. Sehr schön. Ich brauche auch einen Sticker. Oh nein, Schatz. Das ist der falsche Sticker. Lass uns mal kurz die Brille abnehmen. Und eine pflegende Gesichtsmaske auftragen. Stopp die Zeit. Hey, Schatz. Diese Brille kann weg. Ohne sie kann sie doch gar nichts sehen. Mach dir keine Sorgen. Ich habe ein Geschenk. Eine neue Brille. Wow, die ist wunderschön. So hübsch. Ich mag sie. Schatz, du bist wunderschön. Glam ist unsere nächste Aufgabe. Da kann ich dir helfen. Los geht's. Noch ein letzter Schliff und es ist fertig. Was für ein Albtraum. Es ist irgendwie schiefgegangen. Wenn du mich fragst, ist es toll. Flipp nicht aus. Überlass das mir. Das nennst du Schminke? Ich schätze, wir werden ein paar Schuppen hinzufügen. Ein Netz wird uns dabei helfen. Wow. Was soll's? Wimperntusche. Ein paar Perlen. Tada! Das Make-up ist fertig. Wow. Hey Leute, wessen Make-up gefällt euch besser? Meerjungfrau Mom oder Vampir-Dad? Kommentiert unten. 1, 2, 3. Ich habe gewonnen. Deine Nägel. Das darf nicht wahr sein. Zum Glück können wir das schnell ändern. Lass uns anfangen. Leg deine Hände hinein und füg Meersalz hinzu. Es strahlt so schön. Oktopus, Kumpel. Sie braucht eine Maniküre. Und du bist der beste Nageldesigner. Wer hat eine schicke Maniküre bestellt? Deine Nägel werden es lieben. Wahnsinn, das ist nicht von dieser Welt. Du hast meiner Tochter wehgetan? Die Vergeltung folgt. Auf Wiedersehen, Widerling. Ups, Schatz, ich bin wieder da. Oh oh, ich muss die Beweise loswerden. Schnell verstecken.
Hey, was machst du? Nichts, ich hänge rum. Ist das eine Säge? Oh nein, ich habe ein Loch in den Rucksack gemacht. Wie oft habe ich dich schon gebeten, keine Sägen mit nach Hause zu nehmen? Und der Holzpflock? Ah, ich bin so kitzlig. Hör auf. Gib mir 5. Oh, Schuppen. Genau das brauche ich. Danke, die Rettungsaktion läuft. Hier sichern. Und hier biegen. Geschafft. Wow, umwerfend. Schöne Schuppen. Ich werde mir deine Perlen ausleihen. Wozu? Oh je. Wow. Ein echtes Meisterwerk, oder? Toll gemacht, Schatz. Den Rucksack können wir getrost vergessen. Wir haben eine Überraschung für dich. Tada! Wow, wie süß. Ich wollte schon immer so eine Tasche haben. Was ist mit meinem Outfit? Was für ein Chaos. Kopf hoch. Das kriegen wir schon hin. Es kommt gleich eine Überraschung. Schau mal. Schatz, das ist für dich. Bist du bereit, die Pinata zu zerschlagen? Yay, darf ich? Klar. Denk daran, deine Augen zu schützen. Ich bin bereit. Gib mir den Schläger. Pinata, nimm das. Wow, eine echte Flosse. Du hast eine Flosse. Aber das Oberteil taugt nichts. Das habe ich mir schon gedacht. Hier sind die Erinnerungen an die Zeiten, in denen ich ein Mensch war. Früher hatte ich Beine. Die gute alte Zeit. Kurze Hosen. Flossen. Oh, das brauchst du auch. Strumpfhosen. Bist du sicher? Oh ja. Hier schneiden. Und den Überschuss entfernen. Tada! Du hast ein stylisches Oberteil. Wow. Wir fügen rebellische Schnitte an den Ärmeln hinzu. Oh, wow. Das Date. Hey, Schatz. Es fehlen noch ein paar Details. Komm schon. Danke. Probier's an. Wow, ein Vampirkorsett. Es ist umwerfend. Fledermäuse, lass mich in Ruhe. Wow, echte Flügel. Das ist ein Geschenk von Dad. Reißzähne. Das schaffe ich im Handumdrehen. Wow, du solltest einen Apfel essen. Was? Fang an, ich hab noch mehr. Vampirmagie, los. Was ist das? Ein süßer Dino. Hast du Lust zu spielen? Hey! Ah, er hat mich gebissen. Ja, meine Reißzähne sind rausgekommen. Wow. Lass uns die Haarklammern loswerden und die Haare bürsten. Wir machen einen Pferdeschwanz und machen es etwas länger. Ein paar bunte Extensions einflechten und eine coole Frisurform. Das sieht toll aus. Wasserelement, unterwirf dich mir. Komm schon, mach schon. Was mache ich nur falsch? Finde dich damit ab. Es ist nicht dein Element. Du solltest lieber einkaufen gehen. Ich habe das letzte Mal schon eingekauft. Ich werde dich nicht zweimal bitten. Ich gehe schon, Schatz. Oh nein, ich habe die Einkaufsliste vergessen. Leute, helft mir. Kommentiert unten, was ich kaufen soll. Hey Kumpel, bist du auch müde? Wir hatten einen langen Tag, aber es hat Spaß gemacht. Es ist Schlafenszeit, Schätzchen. Mach die Augen zu und hab süße Träume. Guten Morgen. Oh nein, was ist denn hier los? Mom, Dad? War es wirklich nur ein Traum? Ich sollte aufhören, kurz vor dem Schlafengehen zu lesen. Spät, Kinder. Du furchtbares Waisenkind. Unterschreib meine Adoptionspapiere. Was ist das für ein Gesicht? Du wirst unsere kleine Schwester sein, du hässliche. Pech für dich. Unterschreib hier. Und willkommen in der Familie. Nein, nein, nein. Um Himmels Willen. Meerjungfrau. Ich will, dass diese bösen Menschen verschwinden. Ich möchte sie nicht als Mom haben. Ich flehe dich an. Rette mich. Wow, du bist am Leben. Ich werde dich vor diesen bösen Kindern retten. Hör auf, mich zu blenden. Was ist denn da passiert? Wo ist das Mädchen? Hm? Sind das Schuppen? Das bedeutet Ärger. Home Sweet Home.
Willkommen in unserer Unterwasserhöhle. Wow. Eine Fledermaus. Ich werde dich rösten. Aha, hab dich. Halt, nein, nicht. Oh, das Mädchen. Sie ist unser Gast. Oh, okay, na dann. Ein Vampir. Nein, das ist schon okay. Er ist mein Freund. Wir sind ein glückliches Paar, Vampir und Meerjungfrau. Oh je, bitte friss mich nicht. Hallo, meine zukünftige Tochter. Sie bleibt bei uns. Nicht sie. Gib Mami einen Kuss. Meine Tochter. Nein, sie bleibt bei uns. Lass meine Tochter gehen. Die Sache ist die, wir wollen sie jetzt Teil unserer Familie haben. Ich will sie nicht als Mom. Na schön. Ich rufe die Polizei. Hä? Schlechter Empfang. Was ist das für ein Ozeanloch? Es hat geklappt. Du bleibst bei uns. Hier ist mein Plan. Du bekommst ein Meerjungfrau-Makeover. Wir geben dir ein Vampir-Makeover. Um die Leute zu verscheuchen. Genau wie ich. Nein, sie wird eine Meerjungfrau sein. Nein, eine Vampirin. Eine Meerjungfrau. Meerjungfrauen sind niedlicher. Hör mir zu. Nein, du hörst mir zu. Leute, vergrab das Kriegsbeil. Ich werde einfach eine dunkle Meerjungfrau. Oh ja, das klingt gut. Lasst uns loslegen. Die Akne loszuwerden ist die erste Aufgabe. Klingt gut. Na bitte, wir werden sie alle vernichten. Ups, toll. Jetzt bedeckt mir die Flecken mit Pflastern. Die Akneflecken werden für immer verschwinden. Oh, süß. Was? Meine Augen. Das sind keine Zähne. Das ist ein Verbrechen. Das muss dringend operiert werden. Dr. Vamp steht zu deiner Verfügung. Wir werden uns um deine Zähne kümmern. Sag ah. Nein, keine Operation. Wir putzen uns nur gründlich die Zähne. Ha, Spaßbremse. Ach, was soll's. Bam, bam, bam. Hier ist eine Zahnbürste. Ciao, ich habe einen Fisch gefangen. Ich werde mir die Zähne putzen. Ist es jetzt schön? Oh ja. Oh, das hätte ich fast vergessen. Zeit, deine Pflaster abzunehmen. Und befeuchte deine Haut mit einer Gesichtsmaske. Ich bin bereit. Du. Nein, du. Jetzt. Oh, diese Vampire. Wir machen dir die Haare. Er ist hier. Er krabbelt direkt über mich. Hab dich. So viel zum Thema Angeln. Natürliches Haarfärbemittel umsonst. Ich liebe es. Also, wie ist es? Schätzchen, deine Idee war großartig. Was ist das für ein Geruch? Es stinkt. Igitt, sie braucht so schnell wie möglich eine Dusche. Dringender Handlungsbedarf. Ich weiß, wir werden die chemischen Waffen mit Hygiene neutralisieren. Der Luffer ist bereit. Ah, ich hasse es. Hast du den Verstand verloren? Das wird nicht reichen. Ist schon okay. Er hat komische Ideen. Ich habe eine bessere Idee. Alles, was du brauchst, ist ein gutes Bad. Was ist denn? Es geht auch nichts über ein Schaumbad. Hier sind zwei Waschlappen. Warte, zuerst brauchst du Kiemen, um dich über Wasser zu halten. Geius elegantus, Größe S. Wow, es funktioniert bei dir. Und Flossen, probier sie an. Niedlich. Vielen Dank, Meerjungfrau. Wir brauchen noch Ohrflossen. So hübsch. Das ist ja unglaublich. Jetzt spring ins Bad. Oh ja. Oh, der Vampir schläft. Perfektes Timing für einen Streich. Eine Augenbraue. Ein Schnurrbart. Und ein Bart. Da steht ihr. Lächeln. Ein Bild für deine Fans. Ich ertrag das nicht. Was soll ich tun? Ich muss die Spuren abwaschen. Der Marker geht nicht ab. Was ist das Problem? Hey Leute, drückt den Like-Button, damit es verschwindet. Ich flehe euch an. Bitte. Und habt ihr? Danke. Nicht bewegen. Du könntest deine Haare ruinieren. Was ist das? Ich habe immer noch menschliche Beine. Ich brauche eine Flosse wie deine. Ich habe eine Idee. Die neue Meerjungfrauen-Garderoben-App.
Wir suchen etwas für dich aus. Oh oh, Hilfe! Nimm das Pferd von mir! Ich kann nichts sehen! Wo bin ich? Ich werde mein Bestes tun. Mein Schatz ist wieder bei mir. Und jetzt habe ich eine Flosse. Ich muss mir was überlegen. Was ist es? Fledermäuse, fliegt meine Stylisten. Oh, was ist denn hier passiert? Wow, das ist ja verrückt. Ich hasse Netze. Ich bin gefangen. Warte, es muss einen Ausweg geben. Oh, stimmt. Netter Porter Ozean Kollektion. Vampir-Edition. Wow, so stylisch. Vielen Dank. Ich füge hier einen Schatten hinzu und Highlights für das Meisterwerk. Hey, der nächste Teil der Tagesordnung ist Lam. Lam, da bist du bei mir genau richtig. Ich bin ein Kunstgenie. Ich kann im Handumdrehen eine Schönheit aus dir machen. Das ist mein bestes Meisterwerk. Und ist es hübsch? Es ist so schön. Wie sieht das Make-up aus? Meine Kunst ist nicht für jeden geeignet. Gut, da muss ich die ganze Schönheit abwischen. Nur einen Moment. Hier. Was? Ich hab dich, Schatz. Mein Talent reißt dich wohl vom Hocker. Was hast du getan? Was fällt dir ein? Oh, Schatz. Ich werde das schon hinkriegen. Schatz? Bin gleich zurück. Gesichtszauber. Mein Gesicht, es ist wieder da. Ich werde anfangen. Wir machen weiter mit dem richtigen Make-up. Schatz, das ist für dich? Es tut mir so leid. Oh, mein süßer Vampir. Wow, das ist schön. Guten Morgen, Welt der Sterblichen. Ich bin wach. Heiliger Strohsack. Lego, mein schlimmster Feind. Überall. Dieses heimtückische Spielzeug ist das Schlimmste. Es ist schärfer als meine Reißzähne. Schau mal, was ich gebaut habe. Darf ich mal sehen? Das reicht. Ich will kein weiteres Teil hier drin sehen. Dein Lego kommt in den Safe. Jetzt kann nichts mehr passieren. Das ist ungerecht. Mein Lego ist da drin. Wie bekomme ich den Safe auf? Nichts funktioniert. Oh Leute, bitte helft mir, den Safe zu öffnen. Kommentiert den Code unten. Oh, das ist ein Geschenk des Himmels. Ich werde es mit Vampirzähnen versuchen. Das funktioniert nicht. Ich sehe aus wie meine Oma. Hey Vampir, wie sehen meine Zähne aus? Gruselig. Du machst dich über Vampire lustig? Du wirst die Reißzähne haben, die unserer Familie würdig sind. Mach deinen Mund weit auf. Nein, Zahnärzte sind meine größten Feinde. Knoblauchbombe. Um Himmels Willen. Es gibt einen einfachen Weg. Der gute alte Vampirbiss. Ein einziger. Wow, meine Vampirzähne. Gratuliere. Hast du das gesehen, Eugenie? Hey, Fledermaus. Mei braucht Flügel. Wow, Vampirflügel. Hier ist mein Geschenk. Eine Meerjungfrauenkrone. Ich liebe sie. Du bist die süßeste dunkle Meerjungfrau im ganzen Königreich. Hier ist das Dokument. Sie haben meine Tochter gestohlen. Da ist sie doch. Mach das nach. So gruselig. Du bist unser Lieblingsmädchen. Sie hat die besten Eltern gefunden. Der Fall ist abgeschlossen. Wie wäre es mit einem Wasserpark? Klingt toll. Das wird ein Spaß. Wow, das ist toll. Heiliger Neptun. Ich werde dich retten. Was ist los mit ihr?
Meerjungfrauenmagie wird den Tag retten. Ein Menschenkind. Wo bin ich denn hier gelandet? Sie ist wach. Puh, du hast mich wirklich erschreckt. Was ist das? Nein, nein. Geht es dir gut? Ich ertrinke. Hilfe. Hör auf. Bereit? Wo wollen sie hin? Was für ein Chaos. Mehr Jungfrauen im Pool? Wo sind die Manieren? Unterschreib genau hier. Und einfach so bist du meine Tochter. Das klingt ja super. Oh. Was sagst du dazu? Ups. Nein, nein, tu's nicht. Au, nimm das. Da hast du's. Weg da. Schatz, das reicht. Hier, er ist dein neuer Dad. Er ist ein Vampir und ich bin eine Meerjungfrau. Wir haben uns schon immer ein Baby gewünscht. Los, unterschreib. Willst du adoptieren? Nun ja, du hast 24 Stunden Zeit für ein Makeover. Sonst nehme ich dir das Kind weg. Nein, ich will nicht zurück. Wir schaffen das schon. Wir sehen uns in einem Tag. Schätzchen, du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Makeover für Meerjungfrauen. Meerjungfrauen sind süß und hübsch. Nein, Vampir. Sie sollte wie ihr Dad sein. Ich habe eine Idee. Ich werde eine düstere Meerjungfrau sein. Gutes Mädchen, das ist ein toller Ausweg. Na dann leg mal los. Wir werden Werkzeuge benutzen, um die Pickel loszuwerden. Damit geht das ganz schnell. Warmes Wachs wird alle Haare entfernen. Ah, ich habe Angst. Bereit? Und los. Etwas Wachs auf die Oberlippe. Und auf die Augenbrauen. Das Schlimmste ist vorbei. Eine beruhigende Maske wird die Rötungen im Nu beseitigen. Oh, wow. Mein Schatz. Soll mir deine Haare machen? Ein Feuchttuch ist meine Rettung. Das ist eine Menge Schmutz. Die Haare sind ganz sauber und seidig. Wir müssen uns um die Farbe kümmern. Hier, Schatz. Ich verteile das Färbemittel gleichmäßig. Und voilà, du bist fabelhaft. Sieht das gut aus? Fantastisch. Schätzchen, komm her. Das Bad ist fertig. Geh rein. Nein, das ist gruselig. Die Entenküken warten schon. Komm schon. Nein, wie du willst. Du kommst mit mir mit. Geh, Zapirus. Wow. Dreh dich um. Wir müssen etwas bei deinen Armen tun. Scalius Apiros. Das ist ja fabelhaft. Irgendetwas stimmt hier nicht. Die Ohren sind einfach bezaubernd. Oh. Oh, wow. Ich wusste, dass du es lieben würdest, eine Meerjungfrau zu sein. Wahnsinn. Mom, Schwingtasche. Mal sehen, was wir da haben. Roter Lippenstift wird zu meinem Look passen. Blauer Glitzer wird mein Make-up glamouröser machen. Und rosa Lidschatten wird meine Wangenknochen betonen. Hey! Frag, bevor du meine Sachen nimmst. Hier, lass uns das loswerden. Viel besser. Woher hast du dieses gruselige Make-up-Design? Von hier, Instagram. Auf keinen Fall, ich werde dich stylen. Ein knalliger Lippenstift und ein Pinsel sind eine tolle Kombination. Lass uns das obere Lid betonen.
Du bekommst roten Glitzer auf die Wangenknochen. Und ein schöner Lippenstift, damit die Lippen toll aussehen. Fertig! Du bist ein Profi. Mom, ich bin am Verhungern. Du kannst mein Mittagessen haben. Ich weiß, was zu tun ist. Mom, wir haben keine Zeit mehr. Ich rufe dich zurück. Keine Sorge, deine Flosse wird nicht von dieser Welt sein. Sie ist aus der neuesten Meerjungfrauen-Kollektion. Das ist für dich. Es ist wahnsinnig schön. Ups. Warte. Leo. Bin schon da. Wir haben Lust auf eine Pediküre. Stell das Aquarium bereit. Hi, hilf mir. Drück den Like-Button. Es hat geklappt. Danke. Geschafft. So schön. Ein einziges Stück fehlt noch. Toll. Mom, du bist unglaublich. Da fehlt noch etwas. Das ist Ethan. Er ist ein hervorragender Unterwasserstylist. Gutes Mädchen. Schwimme. Das ist eine Wahnsinnsfrisur. Ich weiß. Wir brauchen ein Accessoire. Flieg. Bye. Du wirst ein den Atemraum. Meine Prinzessin. Ich hab alles. Geschafft. Probier's an. Das sieht toll aus. Die Haare sind toll, aber ich habe keine Flügel. Worüber bist du so traurig? Keine Flügel. Ich hab's. Gib mir eine Sekunde. Officer Leo wird dir alles erklären. Lass uns die Flugregeln durchgehen. Was ist das für ein Zeichen? Ich weiß, über das Hindernis auf der linken Seite fliegen. Dein Führerschein. Glückwunsch. Mein ganzer Stolz. Jetzt kannst du fliegen. Komm schon, versuche es. Ich gebe mein Bestes. Wie wäre es damit? Vampirverwandlung. Bye bye. Weiter. Lass mich das machen. Gefangen. Wirf. Ein Vampir. Lauf. Wie süß. Hey, wie soll ich mein neues Haustier nennen? Kommentier unten. Mom, komm, wir gehen raus. Es ist herrliches Wetter. Wir haben eine Überraschung. Was kann es sein? Das ist für dich. Jetzt können wir rausgehen. Die Zeit ist um. Mal sehen. Ihr habt es geschafft. Gut, das Mädchen gehört euch. Yay, May, mein Schatz. So war mein Wochenende. Ich war am Strand. Erstaunlich. Hey, wow, eine Meerjungfrau. Eine echte, mit einer Schwanzflosse. Sind das Muscheln? Seht euch diese Nägel an. Was ist mit mir? Da ist noch mehr, nur für dich. Meerjungfrauenmagie. Das ist erstaunlich. Nicht von dieser Welt. Vielen Dank.
Oh nein, ich bin klatschnass. Sorry, das wollte ich nicht. Das sieht verrückt aus. Willst du hier sitzen? Das ist unfair. Und das alles nur wegen der Schwanzflosse. Oh, ich weiß. Ich mache mir meine eigene. Fertig. Leute, seht mich an. Ist das eine Tasche? Das ist witzig. Es ist vorbei. Die Verliererin kann nicht mehr laufen. Es ist vorbei. Was ist das für ein komischer Lärm? Es kommt von hier. Wo bin ich gelandet? Hilfe! Wer bist du? Antworte! Hello Kitty! Ich will unbedingt ein Makeover. Hello Kitty? Ein Makeover? Ich bin dabei. Wo sollen wir anfangen? Oh, vielleicht sollten wir den Schnurrbart weglassen. Können wir ihn vielleicht behalten? Autsch! Fertig! Als nächstes wäschst du dein Gesicht. Eine Menge Schaum. Oh, ich liebe es. Gründlich den Schmutz abwaschen. Fertig! Wie sieht das aus? So sauber. Dem Pickel können wir lebewohl sagen. Patches werden uns dabei helfen. Okay. Es funktioniert. Ich ziehe sie ab. Wir haben es geschafft. Schau, was ich gefunden habe. Eine Makeover-Schönheitsbox. Was für ein Glück. Wir fangen mit der Grundierung an. Könntest du etwas leiser sein? Entschuldigung, das ist mir peinlich. Wir müssen es nur noch retuschieren. Oh, was macht sie da? Ich geb's auf. Konturieren. Toll. Oh nein. Ruhig. Ich hab's. Der Schlüssel ist ein guter Schwamm. Augenbrauenschablone. Wow, sieht toll aus. Als nächstes magnetische falsche Wimpern. Wunderbar. Hast du das gesehen? Das ist ein verrückter Glam. Was sagst du? Niedlich? Wow, Kitty. Was hältst du davon? Wow. Es ist großartig. Du siehst fabelhaft aus. Zeit, deine Haare zu machen. Autsch, ganz ruhig. Die Bürste steckt fest. Ah, es reicht. Ich habe eine Lösung. Wir schneiden den Überschuss ab. Ich verstehe, was du meinst. Das werden wir tun. Wasch deine Haare gründlich. Klingt gut. Schön. Schau mal, Föhn. Ich liebe es zu baden. Eine entspannende Kopfhautmassage und schon können wir ausspülen. Danke. Was ist das? Ich habe da so eine Ahnung. Was ist los? Wir trocknen dein Haar im Handumdrehen. Bist du bereit? Los geht's. Wow, so weit, so gut. Ich füge noch ein paar Meeresfarben hinzu. Fertig. Niedlich. Was hältst du davon? Ich find's toll. Wir haben etwas vergessen. Was ist was? Danke. Was ist das? Eine Zauberkugel. Ich kann gar nicht anders, als sie anzustarren.
Was kann sie noch? Kann sie die Zukunft vorhersagen? Bleib weg! Die Kugel gehört mir! Bitte! Nö! Bitte! Zeig mir die Zukunft! Nein! Bitte! Nein! Bitte! Nein! Bitte! Nein! Ich flehe dich an! Okay, gut. Testen wir sie. Zauberkugel, wir wollen die Zukunft sehen. Ich bin bereit. Wir sind heute hier, um mit dir in den heiligen Bund der Ehe zu treten. Ich will den Bräutigam sehen. Komm schon, Bräutigam. Ganz ruhig, ich werde es versuchen. Bräutigam, zeig dich. Kitty, sag ja. Was? Ich kann ihn nicht sehen. Tu etwas. Warte, das Publikum kann uns helfen. Leute, drückt den Like-Button, damit Kitty das Gesicht des Bräutigams sehen kann. Was ist mit mir los? Was ist das? Katzenfell. So viel? Kaugummi? Gib her! Ich habe eine Idee. Ja. Oops. Wir wickeln dich in Kaugummi ein. Jetzt kommt das Fell. Wow, das Oberteil ist cool geworden. Perfekt. Gib mir 5. Wir sind aber noch nicht fertig. Eine Meerjungfrau braucht eine Flosse, keine Beine. Wie sieht der Plan aus? Eine Flosse machen. Fangen wir an. Welche gefällt dir? Keine. Lass uns weitersuchen. Oh ja, hier ist sie. Die perfekte Meerjungfrauenflosse. Das glaube ich nicht. Probier sie an. Besser geht's nicht. Nö, ich habe eine. Eine Pizzaflosse. Niemals. Pizza. Das ist niedlich. Aber nein. Pizza. Das kann ich auch machen. Eine Meerjungfrauenflosse. Okay, gut. Niedlich, aber sehr ungewohnt. Ups. Hier, die Muschel sollte helfen. Hier steckt etwas fest. Hör auf. Ups, sorry. Ich wollte immer nur wissen, was es braucht, um eine Meerjungfrau zu sein. Hey, kommentiert unten, welche Haare, Flosse und Accessoires du tragen würdest. Erstelle deine eigene perfekte Meerjungfrau. Was haben wir denn noch? Ein Netz. Glitzer. Herrlich. Gib mir deine Hand. Ich ziehe die Handschuhe aus und trage den Glitzer auf die Finger auf. Es ist so funkelnd und glänzend. Oh, toll. Wow. Als nächstes mischen wir Perlen mit Schuppen und benutzen die Beauty Box. Fertig. Probier sie an. Sie sind wahnsinnig schön. Danke. Ich wurde eine echte Meerjungfrau. Wir haben es geschafft. Das kann nur eines bedeuten. Es ist Zeit für eine Party. Lass uns alles vorbereiten. Zuerst muss alles weg. Autsch. Ich helfe dir. Dieser Schrank ist sehr unhandlich. Hier ist der Partytisch. Früchte? Ich habe eine Idee. Danke für die Zahnstocher. Mandarinenstücke verbinden und mit Augen verzieren. Hey Krabbe! Verwandle eine Bananenhälfte in einen Delfin. Traubenschildkröten bringen Schwung in die Sache.
Die Party kann beginnen. Wow, ich liebe es. Ist das eine Krabbe? Ich sterbe vor Hunger. Kitty, es tut mir leid, dass wir keine Freunde mehr sind. Frieden? Frieden. Leute, Kitty ist eine Meerjungfrau. Wow, du bist so schön. Du ziehst alle Blicke auf dich. Ich bin gleich zurück. Hey Kitty, ich habe noch nie jemanden wie dich getroffen. Du bist faszinierend. Eine Katze und eine Meerjungfrau auf einmal. Das ist der Wahnsinn. Ab heute ist die Nummer 1 der Meerjungfrauen Hello Kitty. Gut für dich. Ich bin ein großer Fan. Danke für das Foto. Das verdanke ich dir. Da ist jemand. Hi. Hey, die Party war super. Sehen wir uns nach dem Unterricht? Klar, das würde ich gerne. Ich muss los. Bye. Hey Leute. Hi. Er ist der Richtige. Endlich. Ich muss meinen Atem auffrischen. Ups. Willst du mit mir zum Abschlussball gehen? Batsmaru. Abschlussball? Mit dir? Das ist doch nicht dein Ernst. Niemals. Oh nein. Toller Joke. Loser. Es ist vorbei. Ich werde nie zum Abschlussball gehen. So viel zu meinen Träumen. Hi, ich bin Kiruppi. Du hast mich ins Leben zurückgeholt. Heute ist der schlimmste Tag aller Zeiten. Wir können die Dinge in Ordnung bringen. Ich habe einen Plan. Sieh dir das an. Hello Kitty Makeover. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Erster Punkt der Tagesordnung. Saubere Haut. Bist du bereit? Oh, bin ich nicht. Dann fangen wir gleich an. Wir fangen mit einer heißen Maske an, um die Haut zu bedampfen. So werden wir die Pickel los. Das kriege ich im Handumdrehen hin. Noch ein paar Handgriffe und wir sind fertig. Hier beginnt die Magie. Gieße die richtigen Zutaten in einen Mixer und mixe alles. Eine Prise Feenstaub. Genau so. Trage es auf deine Hautunreinheiten auf. Wisch es ab und schon strahlt deine Haut. Wow. Ich danke dir so sehr. Keiner hat mir zum Geburtstag gratuliert. Kiruppi? Dein Geburtstagskuchen. Alles Gute zum Geburtstag. Danke. Das ist keine Nachspeise. Mach auf. Wow, aber was ist das? Shampoo. Du meinst, ich soll mir die Haare waschen? Igitt, auf jeden Fall. Lass uns deine Frisur ändern. Shampoo, Wasser und eine Kopfhautmassage. Trocknen und voila, eine neue Frisur. Umwerfend. Warte, es gibt noch mehr. Mach auf. Wow. Das sind aber schöne Ohren. Ich weiß, sie sehen umwerfend an dir aus. Was ist in der Schachtel? Wachs? Ich verstehe gar nichts mehr. Wozu brauche ich das? Es hilft dir, überflüssige Haare loszuwerden. Zuerst musst du es schmelzen. Jetzt trägst du es auf deine Haut auf. Wow, das will ich auch.
Ich ziehe es ab. Es hat geklappt. Das Puder lindert die Reizung. Kill Robbie? Meine Augenbrauen. Oh, du siehst verrückt aus. Das war keine gute Idee. Oh, die Augenbrauen. Zeit zum Schminken. Ich stecke die Haare hoch, damit sie nicht im Weg sind. Ich fange mit den Augen an. Oberes Augenlid. Unteres Augenlid. Eyeliner. Etwas Glanz hinzufügen. Als nächstes die Wimpern. Und natürlich Rouge. Ich schattiere die Nasenspitze. Ich habe einen Ersatz für die Augenbrauen gefunden. Die Schnurrhaare sind fertig. Ich trage Lipgloss auf und zum Schluss kommen die Kontaktlinsen. Wunderschön. Oh nein, meine Nägel. Das darf nicht wahr sein. Keine Sorge, ich habe da etwas. Magischer Nagellack. Wow, du hast mich gerettet. Die Nägel sind fertig. Noch nicht. Der aufregendste Teil kommt erst noch. Wow, ich bin besessen davon. Lass uns jeden Nagel dekorieren. Das ist so schön. Es ist noch nicht fertig. Leg deine Hände hier hin. Pfotenhandschuhe. So weich und flauschig. Magischer Nagellack. Den muss ich auch mal ausprobieren. Meine Hand. Was ist denn los? Nettes Foto. Ich kann gar nicht sagen, welches lustiger ist. Ich könnte das nicht, selbst wenn ich wollte. Ich will mein Smartphone zurück. Jetzt sofort. Gib es mir zurück. Nimm es. Oh nein. Ich habe auf Senden gedrückt. Das war's dann. Ups. Sorry. Nicht senden. Die Taste ist blockiert. Leute, Hilfe. Drück den Like-Button. Verschwinde. Damit ich das Senden abbrechen kann. Bitte. Wer ist das? Blumenlieferung. Blumen für dich. Danke. Die riechen göttlich. Kitty, hier sind Blumen für dich. Wow. Oh, meine Nase. Das stinkt. Hier. Die Blumen sind verwelkt. Igitt. Na sowas. Hier. Das wirst du brauchen. Kitty, wir müssen etwas dagegen tun. Niesen. Es hat geklappt. Yes. Keine Sorge, ich bin gleich zurück. Als nächstes entferne ich alles und putze die Zähne, bis sie strahlen. Gute Arbeit. Geschafft. Es riecht frisch und sauber. Ein letztes Detail. Die Reißzähne. Mach dich bereit. Wow. Die nächste Aufgabe ist ein neues Outfit. Bist du bereit? Natürlich. Kitty Boutique. Ausverkauf. Ich liebe Ausverkäufe. Los geht's. Wow, hier gibt es eine Menge Sachen. Und es kostet nur 0 Dollar. Ich bin im Himmel. Das ganze Zeug ist umsonst. Das ist ein Schnäppchen. Was hältst du davon?
Was anderes. Okay. Und jetzt? Nein. Dieses Kleid. Zieh dich sofort um. Wie findest du das? Wow, genau das Richtige. Was haltet ihr von Hello Kittys neuem Outfit? Kommentiert unten. Der letzte Punkt ist Accessoires. Wir haben noch eine letzte Schachtel übrig. Willst du sie anprobieren? Klar. Hübsche Perlen. Es gibt auch Anhänger. Die sehen an der Handtasche umwerfend aus. Das ist eine witzige Geschichte. Wer ist das? Das strebehafte Mädchen. Klingelt's da bei dir? Das ist doch nicht dein Ernst. Du kapierst das nicht. Hey, du siehst umwerfend aus. Sieh dir diese Nägel an. Und die Ohren. Was hab ich getan? Ich hab alles ruiniert. Es ist doch nicht vorbei. Hier ist deine Einladung. Du hast noch eine Chance. Kitty, würdest du mit mir zum Abschlussball gehen? Ich? Sehr gerne. Und sie lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage. Hi, ich bin Kiroppi. Ich bin Kurumi. Hi. Auf diesen Moment habe ich schon ewig gewartet. Endlich. Was? Habe ich das alles nur geträumt? Oh nein. Oh. Ich muss zur Schule gehen. Los geht's. Ich bin endlich hier. Entschuldigung, das wollte ich nicht. Was glaubst du, wer du bist? Wie bist du überhaupt hier reingekommen? Das ist irgendwie komisch. Raus aus unserer Schule. Du hast hier nichts zu suchen. So macht man das. Schatz, was ist los? Was hat sie denn? Dieses ganze Zeug passt nicht in die reiche Schule. Du kannst meine schicke Schürze haben. Nein, schlimmer kann es nicht werden. Ich weiß, wie ich dir helfen kann. Meine magische Schere wird dir helfen. Schatz, nicht bewegen. Ich habe es fast geschafft. Was? Jetzt kommt die andere Hälfte. Ich kann es kaum erwarten, es anzuprobieren. Danke, Mom. Ich muss jetzt zum Unterricht. Wie hat sie das geschafft? Ich verstehe gar nichts mehr. Hey! Wow! Hallo! Was? Wie kommt das? Hast du das gesehen? Hey, Stephanie! Hi! Der Kaffee ist kalt. Ups! Jemand wird sich darum kümmern. Sie ist so tollpatschig. Meine Strumpfhose. Oh nein, sie ist ruiniert. Ich habe die neueste Kollektion. Mit kostbaren Edelsteinen und Juwelen. Schere? Nein, es gibt eine bessere Idee. Ich werde mehr Löcher in die Strumpfhose machen und ein trendiges Muster erstellen. Fertig. Wie hat sie das gemacht? Ein Kinderspiel. Dieser Eimer ist schwer. Oh mein Gott. Das wird der beste Streich der Schule. Hallo. Was ist passiert? Mein neues T-Shirt. Dein T-Shirt. Ich lache mich kaputt. Barbara, du kannst meine Jacke haben. Du bist so nett. Was? Was fällt dir ein, meinen Freund anzusprechen? Zieh die Jacke aus. Ups. Autsch. Edith, hört auf. Was ist das? Meine Perücke. Was hast du getan? Mein T-Shirt. Ich werde es noch etwas aufpeppen.
Ich werde die Schnitte mit Sicherheitsnadeln verzieren. Tada! Fertig! Ein schickes T-Shirt. Das ist der Wahnsinn. Wie hast du das gemacht? Das ist ganz einfach. Nimm einfach eine Schere. Oh, blöder Eimer. Steph, ich helfe dir. Was für eine traurige Pflanze. Zu grün, zu schlicht. Das muss sich ändern. Hier ist eine goldene Pflanze. Sehr schön. Die ist genau nach meinem Geschmack. Ich habe mein Biologieprojekt fertig. Stephanie, das ist unglaublich. Sehr schön. Pflanze, du bist süß. So sieht die Macht der Liebe aus. Leo, das ist super. Ausgezeichnet. Ausgezeichnet? Mehr nicht? Oh, Leo. Und ein Plus. Und diese Pflanze könnte etwas Feuchtigkeit gebrauchen. Ups, alle Blütenblätter sind abgefallen. Ich habe keine Ahnung, wie das passieren konnte. Barbara, das ist nicht gut. Ich habe eine Idee. Ich werde Blätter mit einem 3D-Stift machen. Das ist interessant. Fertig. Kann ich diese Ohrringe anprobieren? Klar. Deine Arbeit bekommt eine 1 mit 3 Pluspunkten. Wahnsinn. Sieh dir das an. Meine neue super trendige Handtasche. Lass mich mal sehen. Umwerfend. Ich weiß. Was für eine Schande von einem Rucksack. Ekelhaft. Ja, mein Rucksack ist vielleicht nicht ganz so modisch. Aber was soll's. Ein Müllrucksack. Hey, was machst du da? Okay, warte. Ich werde gleich die schönste Handtasche der Schule haben. Ich werde ein altes Spielzeug in ein Modeaccessoire verwandeln. Wie gemein ist das denn? Ich will mein Huggy Wuggy zurück. Ups, sorry. Das Mädchen hat ihr Spielzeug verloren. Ich habe noch etwas gefunden. Eine Socke. Die ist ziemlich sauber. Ich verwandle sie in ein Spielzeug. Danke. Wie süß ist das denn? Leute, welches Spielzeug soll ich als nächstes machen? Pikachu? Boxy Boo? Oder Wednesday? Kommentiert unten. Spielzeug! Spielzeug! Hey Leute, das ist eine offizielle Einladung zu meiner Party. Die beste Party der Stadt. Wow! Süßigkeiten als Geschenk. Die mit Schokolade mag ich am liebsten. Ich mag auch Schokolade. Darf ich auch? Willst du ein paar Süßigkeiten? Ja, gerne. Das hättest du wohl gerne. Das ist ungerecht. Kaya, das muss aufgeräumt werden. Hier. Ich? Warum? Ich brauche ein Party-Outfit. Schatz, reg dich nicht auf. Und du, hör auf zu naschen. Diese Verpackungen schmecken so gut. Gib her. Ich habe eine Idee. Iss schneller. Du hältst die Verpackung der Süßigkeiten und du hilfst mir. Ich mache ein Outfit für dich. Ich schneide einen Stern aus. Schatz, mehr Verpackungen. Hier. Achtung. Jetzt wird es spannend. Ihr werdet gleich sehen, wie ich die Box mit der Schulkönigin durchsäge. Seht genau hin. Ist das dein Ernst? Oh mein Gott. Wahnsinn. Hey. Das sieht toll aus. Du hast mein Trick ruiniert. Was fällt dir ein? Du siehst fantastisch aus. Willst du tanzen? Ja, gerne. Yay. Alle auf die Tanzfläche. Hey, die haben mich zurückgelassen. Das ist unpassend. Hallo. Ist sie wieder hier oder was? Hallo. Oh, ein neuer Schuhputzlappen. Nein, mach das nicht. Ups, der gehört in den Papierkorb. Wie witzig. Mein Oberteil. So schlimm war das doch gar nicht. Bye. Ich werde nicht nachgeben. Ich muss mir etwas einfallen lassen. Männershorts.
Die werden mir sehr nützlich sein. Und, klar, eine Schere. Hier und da ein bisschen abschneiden. Fertig. Das neue Oberteil ist im Vergleich zum alten spitze. Ich mag dein Oberteil. Bereit für den Wettbewerb? Leo, wo bist du? Er ist wieder nicht da. Bereit? Wir müssen gewinnen. Leo, wo bist du? Beeil dich. Wir verpassen sonst den Wettbewerb. Warum antwortet er nicht? Es reicht mit dem Gejammer. Aber ich... disqualifiziert. Meine Shorts, sie sind verschwunden. Endlich. Mein Video hat 5000 Likes. Seht doch mal. Leute, helft mir, 10.000 Likes zu bekommen, damit ich diese gemeine Stephanie schlagen kann.